Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und wir spielen heute wieder Star Stable Online. Heute habe ich ein Alle meine Pferde 2018 Video für euch. Es haben mich immer wieder Leute gefragt in den Chats, in den verschiedenen Chats, ob ich nicht mal meine Pferde zeigen kann. Das kann ich natürlich. Ich habe sie ja auch noch nie gezählt. Ja, das können wir eventuell heute auch gleich machen, wenn ich dran denke. Ich habe meinen Stall komplett ausgebaut. Also bis zu dem Punkt, wo ich ihn nicht mehr ausbauen kann. Jede zwei Stallplätze, glaube ich, kosten 249 Starcoins. Und man kann ihn, glaube ich, viermal... Wenn mich nicht alles täuscht, kann man ihn viermal ausbauen. Auf, ich glaube, maximal, genau, auf maximal 18 Plätze. Die sind bei mir natürlich voll. Und wir haben auch noch ein paar Pferde auf der Koppel. Aber fangen wir mal ganz hinten an. Und zwar bei meiner wunderschönen Hillsong. Hillsong ist Level 15. Ich habe sie gekauft, als die neuen Araber rauskamen. Ich glaube, sie hat 949... Ups. Okay, das war nicht beabsichtigt. sie hat 949 Starcoins, glaube ich, gekostet. 969? 959? Oh Gott. Sie war tatsächlich... Ihr werdet jetzt alle sagen, was? Aber... Hillsong war mein allererstes Pferd. Moment, ich muss mich wieder auf. Auf Ashplatz setzen, sonst habe ich meinen kleinen Ted nicht mehr. Meinen kleinen. Ghost nicht mehr dabei. Meine Hillsong war tatsächlich das erste Pferd, das ich auf Level 15 ausgelevelt habe. Ihr werdet alle sagen, oh mein Gott, was? Du spielst seit über 5 Jahren und hattest noch nie ein Pferd ausgelevelt. Nein. bei mir ist es immer so, ihr werdet sehen, es sind ganz viele Pferde auf Level 10, Level 11, Level 12. Und dann hatte ich keine Lust mehr und habe mir ein neues Pferd gekauft. So sieht es aus. Und die Hillsong habe ich in einem Rutsch durchgelevelt. Aber jetzt machen wir mal lieber weiter, weil sonst dauert dieses Video 5 Jahre lang. Das nächste Pferd, das direkt gegenüber von Hillsong steht, ist meine kleine Strawberry Pie. Sie war mein erster Araber Pinto, hat genauso viel gekostet wie die Hillsong, glaube ich. Sie hat auch ein Western-Set drauf, man sieht sie jetzt ganz schlecht. Moment, ich versuche es ein bisschen besser zu zeigen. So, jetzt seht ihr es ganz gut, oder? Ja, meine kleine Strawberry Pie. Dann haben wir noch einen Araber Pinto. Den kennt ihr schon. Das war mein allererstes Video auf Nick Rawl. Und zwar ist es meine kleine Caramel Cookie. Sie hat den gleichen Namen wie mein englisches Vollblut. Das war ein Versehen. Ich wusste einfach nicht mehr, dass ich bereits eine Karamell-Cookie habe. Aber sie ist wunderschön, oder? Sie ist tatsächlich erst Level 5, denn ich habe sie gekauft und dann kamen die Connemaras raus. Und dann war ich im Connemara-Rausch. Danach war ich im Urpferderausch. Und dann, ja, jetzt anhaltenderweise im Kaltblutrausch. So, dann haben wir hier meinen zweiten Isländer. Eigentlich stehen die beiden falsch rum. Ich müsste die mal umstellen. Denn das ist mein zweiter Isländer gewesen. Und zwar ist das Copper Dream. Ja, ich finde Copper Dream wunderschön. Er hat das Cowboy-Set dran. Und ja, Copper Dream lässt sich super schön reiten. Ich finde, die Isländer sind eine der schönsten Rassen zu reiten. Copper Dream ist Level 12. Ihr werdet ein paar, ich glaube ein paar Pferde
kennenlernen heute, die Level 12 sind. So, Level 12 erreiche ich dann noch bei den meisten Pferden und dann habe ich keine Lust mehr, dann kaufe ich mir ein neues Pferd. Ja, mein wunderschöner Isländer. Dann gehen wir gleich hier weiter, denn hier ist Coco Vanilla. Coco Vanilla ist, Drumroll please, Coco Vanilla ist Level 15. Coco Vanilla war mein zweites Pferd, das ich ausgelevelt habe. Ja, sie ist einfach wunderschön mit ihrem rosa Schnubel, mit ihrer palominofarbenen Mähne. Ich liebe sie einfach total. Sie hat auch ein Western-Set drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt. Ich denke ja. Unsere kleine Coco Vanilla. Dann geht's gegenüber weiter. Ich tut mir total leid, falls ich das irgendwie falsch mache. ich soll es wahrscheinlich einfach Reihe um Reihe machen, oder? Dann wird euch irgendwie nicht schlecht oder so. das ist meine kleine Gold Princess. Mein kleiner Quarter. Mein kleiner Palomino Quarter. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist sie platziert gewesen. Und zwar beim Jalaheim-Championat wurden wir, ich glaube, Dritter. Es war meine einzige Platzierung. Und sie war damals, ich glaube, sie war Level 7. Mittlerweile ist sie Level 11. Ich glaube, am gleichen Tag wie meine Gold Princess habe ich Baby Girl gekauft. Sie ist auch ein Quarter und zwar in Black. Und sie ist Level 15. Ich weiß nicht warum, aber ich bin Baby Girl immer lieber geritten wie Gold Princess. Aus dem Grund ist Baby Girl ausgelevelt und Gold Princess noch nö. So, hier steht Ashblood, den kennt ihr auch schon. Ashblood hat das Kenta Ella Set drauf aus dem Purple Pony. Und er kam mit Level 10 zu mir, denn er ist aus der Star Stable Horse App. Dann hätte ich gesagt, geht's hier vorne weiter. Ja, mit meinen Lieblingen im Moment. Und zwar den nordschwedischen Kaltblütern. Ich habe gleich vier. Ich habe gleich vier nordische Kaltblüter. Hier seht ihr Daydream. Daydream ist meine kleine Palomino-Stute. Sie hat einen abgeschnittenen Schweif. Moment, kann ich ihn euch zeigen? Nein? Nein? Ja, hier. Sie hat einen abgeschnittenen Schweif, genauso wie Ostwind und Ashblood. Und die kleine Daydream ist Level 7. Falls ihr euch fragt, warum meine Pferde alle schlecht gelaunt sind, ich habe keine Stall... Ghost, was machst du denn da oben? Na also, du brichst dir noch alle Knochen, Menschenskinder, seht ihr ihn? Oh, der kleine Ghost. Ja, ich habe keine Stallhilfe und aus dem Grund sind immer meine Pferde alle schlecht gelaunt. Ich habe das Gefühl, dass sich das geändert hat bei Star Stable. Die Pferde sind jetzt mittlerweile extrem langsam, wenn die einen roten Smiley haben. Also extrem langsam. Nicht langsam wie früher, sondern extrem langsam. Ein Level 1 Pferd schlägt ein Level 15 Pferd. Obwohl das Level 15 Pferd auch noch Jumpy-Ausrüstung hat und das Level 1 Pferd nicht mal Jumpy-Ausrüstung hat, ist das Level 1 Pferd schneller. Ja, also es war bei uns zumindest so, als wir vorgestern geritten sind. Mein nächstes Pferd ist mein Ostwind, den kennt ihr auch, da habe ich auch schon Pferdekauf gemacht. Ostwind ist mittlerweile Level 6 und einer meiner absoluten Lieblinge im kompletten Spiel. Er ist sehr verfressen, es ist teilweise nicht möglich, ihn zu zeigen. So, ich probiere es nochmal. Ja, von vorne sieht man ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut. Er hat auch, wie Daydream, einen abgeschnittenen Schweif. Der sieht bei ihm, finde ich, besonders schön aus, weil der so eine Balayage-Mähne hat. So, hier haben wir das Kaltblütchen Nummer 4.
Das ist meine wunderschöne Honeydew. Hi, Honey. Und das ist eigentlich mein Pferd, das ich gerade eben reite. Ich habe das jetzt nur geändert für dieses Video, weil ja, diese Box Honeydew gehört. Das ist Honeydews Box, die steht hier gegenüber von Sienna Rain, die ich gleich zeigen werde. Honeydew ist Level 1, weil ich sie gestern erst gekauft habe und noch keine Zeit hatte, sie zu leveln. Ja, Honeydew hat einen langen Schweif. Ich überlege noch, ob ich ihn auch abschneiden soll, weil alle meine anderen Kaltblüter haben nämlich einen abgeschnittenen Schweif. Sie ist die einzige, die das nicht hat. Und ja, Honeydew ist im Moment in Star Stable mein Lieblingspferd. So, gegenüber haben wir Sienna Rain. Sienna Rain ist mein letztes Connemara, das ich gekauft habe. Connemara Nummer 4. Sienna Rain hat das komplette Set von Spirit. Und ist, ja, Level 5, weil ich noch nicht so viel Zeit hatte, sie zu leveln. Ich habe einfach zu viele Pferde. Dann gehen wir zu den anderen Connemaras. Das ist Moonchild. Ja, Moonchild ist neben Far Cry mein Lieblings-Connemara. Er ist schon Level 12. Ja, ihn habe ich sehr, sehr viel gelevelt. Ich dachte tatsächlich, dass ich ihn auslevel. Und dann kamen die Urpferde. Und dann war ich hysterisch und habe die geritten. Dann noch ein Connemara. Wir haben 4 Stück. Wir haben insgesamt 4 Connemaras. Wir haben Red Pepper. Ja, der Red Roan Connemara ist relativ unbeliebt in der Star Stable Welt, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Ich finde den so wunderschön. Meine kleine Red, ja, ist auch im Western Outfit unterwegs und ja, ist zuckersüß, Level 10. Haben wir noch auch ein bisschen, kann ich noch ein bisschen reiten. Und dann haben wir hier meinen letzten Connemara. Und zwar Far Cry. Die Connemaras kennt ihr ja alle bereits. Far Cry ist Level 8. Und ja, auf jeden Fall einer meiner Lieblingspferde hier im Spiel. Ich hätte gesagt, er ist mit Moonchild gemeinsam an zweiter Stelle. Ja, es ist sehr schwierig, es ist sehr schwierig, weil jetzt kommen meine Urpferde und ich liebe sie alle. Unsere kleine Rainbow Melody. Unser kleines Einhörnchen oder ja, unser Regenbogen-Einhörnchen ist Level 9 und ich reite sie total gerne. Es ist total schön, auf den Urpferden zu reiten. Ich weiß gar nicht, was es ist. Sie sind super schnell und es macht so, so, so viel Spaß, sie zu reiten. Besonders, wenn sie ihre Magie anwenden und so aussehen wie jetzt gerade. Ich finde sie zucker, zucker süß. Ich habe ja alle drei und ich bin so froh, dass ich alle drei gekauft habe. Nick ist ganz traurig, dass er nur eines kaufen konnte. Nick hat, wie ich auch, diesen hier, den goldenen. Meine heißt Goldfeather. Ja, und Goldfeather ist auch Level 8. Ganz genauso wie Rainbow Melody. Und dann haben wir hier als letztes Pferd im Stall, bevor wir zur Koppel gehen, Autumnstar. Autumnstar ist Level 7. Und ja, zuckersüß, oder? Zucker, zucker süß. Also wenn ich jetzt Plätze vergeben müsste, Lieblingsplätze, weil ich denke, das kommt bestimmt in den Kommentaren. Mein Pferd Numero Uno ist Honeydew. Definitiv Honeydew. Mein Pferd Nummer 2 ist Far Cry. Und mein Lieblingspferd Nummer 3 ist Rainbow Melody. So, ich hätte gesagt, wir suchen uns jetzt einen Stallplatz aus. Nehmen wir doch gleich den, wenn ich hier gerade schon stehe.
So, ich zeige euch jetzt noch kurz die Pferde auf der Koppel. Wenn ihr ein Video haben wollt, wo ich die Pferde alle zeige, also wo ich die quasi alle nochmal reinziehe, dann schreibt es mir doch in die Kommentare, dann mache ich gern noch einen zweiten Teil. Aber hier seht ihr alle meine Pferde, die im Moment auf der Koppel stehen. Das sind Angel Blaze, Apple Cloud, Blueberry, Blue Pearl, Caramel Cookie, Cherry Pie, Gold Prince, Money Chaser, North Spirit, Raspberry Ace, Red Berry, Rose Hill, Sky Warrior, Snow Pearl, Storm Princess, Summer Dream, Violet Candy und Wild Boy. So, ich habe mich jetzt wieder zu Honeydew gestellt. Sie ist einfach mein Liebling, was soll man tun? Ich denke, sie ist nicht nur mein Liebling, weil sie neu ist, sondern auch mein Liebling, weil ich einfach, ja, ich liebe rosa, ich liebe weiß und rosa und weiß die Kombination. Ich liebe Cremellos, ich liebe Champagnes und deswegen ist sie mein absoluter Liebling. Ja, das war's jetzt erstmal von meinem Video. Alle meine Pferde in, ja, ich hätte gesagt März 2018er Stand. Falls ihr meine Pferde auf der Koppel nochmal in einem extra Video in den Boxen sehen wollt, dann sagt mir Bescheid, dann mache ich das gerne für euch und zeige euch nochmal im Detail alle Pferde, die jetzt im Moment auf der Koppel stehen. Es wird aber jetzt einfach zu viel, wenn ich sie noch alle zeige. Dann, ja, falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich total über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!